wie der Vorsprung zwischenzeitlich ganz, ganz knapp zusammengeschmolzen ist auf 0,078 Sekunden. In der 62. Runde hat er ihm so viel abgenommen und dann hat er ihm noch einmal ein Zehntel und zwei Zehntel draufgepackt. Also 1,3 Sekunden der Abstand von Bernd Schneider auf Spengler, der kontinuierlich Zeit gewinnt. Ja, in der letzten Runde waren es zwar nur 300, aber der Bernd wittert hier, dass möglicherweise der Bruno Spengler ein kleines Problem hat. Und der Bernd hat hier extrem viel Erfahrung. Der Bernd Schneider war hier schon vor 12 Jahren Sieger. Also er weiß, wie man am Norrisring fährt und wie man am Norrisring Rennen gewinnt. Mika Heck in diesem Moment rund 5 Sekunden hinter Bremar. Und Bremar hält im Moment den letzten Platz in den Punkten, Platz 8. Also Mika Häkkinen kämpft natürlich um die Punkte. Hier sehen Sie gelb eingefärbt die Kürzel. Wenn die Fahrer Start und Ziel passieren, wird die Schrift wieder weiß. Paffert also gerade rübergegangen. Gleich wird Christensen folgen. Und Green auf 6, Margaritis und Bremar auf 7 und 8. Da geht es relativ schnell. Die sind eng beieinander, auch wenn Margaritis sich ein kleines Polster geschaffen hat. Ekström vorbei an Adam Carroll derweil. Aber auch in der letzten Runde war Ekström 2 Zehntel wieder schneller wie Spengler. Und der Bernd Schneider hat auch wieder ein knappes Zehntel vom Vorsprung abgefeilt. Und jetzt ist er also richtig dran. Also jetzt wird es, glaube ich, die letzten 8, 9 Runden noch mal richtig heiß werden. Bernd Schneider im Moment die Speerspitze der neuen C-Klasse in den Punkterennen. Schneider ja Drittplatzierter in der Tabelle mit 17,5 Punkten hinter Tomczyk, der 20 hat und auch nach diesem Rennen 20 hat. Und Ekström, der 18 Punkte hat. Spengler im Moment mit 7 Punkten. Zwischen Schneider und Ekström. In der 65. Runde hat er gut gemacht. Einiges gut gemacht, 1,5 Zehntel, sonst der Vorsprung relativ konstant. Und jetzt wieder 3 Zehntel besser, Ekström, als Bernd Schneider in der gerade zu Ende gegangenen Runde. Also hier auch ein tolles Duell von Spengler, Schneider und Ekström. Die drei fahren im Moment auf einem ganz hohen Niveau. Vielleicht erleben wir eine Premiere hier, nämlich den ersten Sieg von der Pole Position, wenn es so bleibt, wenn Bruno Spengler sich hier Bernd Schneider vom Hals halten kann. Bisher hatten die Fahrer, die ja ganz vorne standen im Rennen, also von der Pole Position gestartet sind, überhaupt keine guten Karten. Bei den ersten beiden Rennen Spengler am Ende 14., Häkkinen am Ende 17. und in der Lausitz dann Spengler von der Pole Dritter geworden und Häkkinen in Brands Hatch von der Pole auf Position 4 gelandet. War eben auch sehr viel schwarzer Dunst, Qualm zu sehen. Also das könnte auf ein kleines Bremsproblem hindeuten, aber wir wollen hier im Moment nichts verschreien. Spengler, der 23-jährige Kanadier mit seinen Wurzeln im Elsass. Er führt vor dem 42-jährigen Routinier Bernd Schneider aus St. Ingbert, ursprünglich aus dem Saarland. Bernd Schneider, der Sieger von Brands Hatch. Und der hält den Vorsprung in dieser Runde jetzt relativ konstant. Spengler hält den Vorsprung konstant auf Schneider und auch Ekström kann jetzt nicht mehr gut machen, verliert 1 Zehntel in der Runde auf die beiden Führenden. Paffert übrigens 8 Sekunden
hinter Spengler. 5 Sekunden die Lücke zwischen Ekström und Paffett. Da haben wir Paffett gerade noch um die Ecke kommen sehen im blauen Mercedes. Christensen ebenfalls mit Sicherheitsabstand auf Paffett, 4,6 Sekunden. Green macht er im Moment Druck auf die 5. Position von Christensen. Dahinter Margarites und Premat auf 7 und 8. Und Häkkinen, den beobachten wir natürlich auch. Der ist im Moment 9. und fährt sehr schnelle Rundenzeiten, die schnellsten im Feld. Mal sehen, ob er es in dieser Runde bestätigen kann. Kommt jetzt gleich über Start und Ziel, hat einen Rückstand von 2,4 Sekunden auf Premat und hat in dieser Runde wieder Zeit gut gemacht. Eine halbe Sekunde auf den vor ihm fahrenden Alexandre Premat. Ja, großes Pech für Häkkinen mit der Pesca-Phase. Hier ist er wirklich um jede Siegchance gebracht worden, weil vom Speed her, wenn wir uns die Rundenzeiten anschauen, hat er absolutes Potenzial gehabt, um ganz nach vorne zu fahren. Nach seinem Blackout, wenn man so will, in Hockenheim, als er nur 11. war, in Oschersleben lange auf Position 3 gefahren, bis zur vorletzten Runde, dann am Ende 17. mit dem Reifenschaden nach dem Duell mit Mike Rockenfeller. Der Sieg in der Lausitz zwar, aber dann in Brands Hatch von der Pole Position nur 4. Für Häkkinen läuft es im Rennen einfach nicht rund. Wir haben gerade Saisonhalbzeit, also wenn der Mika die restlichen 5 Rennen gewinnt, ist noch viel möglich. Und da macht sich der Mann bereit, der nachher das Rennen abwinken wird, im weißen Anzug rechts. Roger Moore, James Bond also, winkt er Bruno Spengler ab? Das ist die große Frage. 1,1 Sekunden der Vorsprung von Spengler auf Markenkollegen Schneider. Spengler in der abgelaufenen Runde wieder etwas schneller als Schneider. Ekström hat etwas Zeit gut gemacht auf Bernd Schneider. Und der Abstand zwischen Schneider und Ekström, das sind auch nur 1,4 Sekunden. Ja, die letzten 2 Runden, denke ich, wird das nicht mehr passieren. Jeder versucht, dieses Auto nach Hause zu bringen. Und zu Ekström muss man sagen, er ist ja auf sehr hohem Niveau gefahren. Wenn man ihn mit seinen Markenkollegen vergleicht, war er hier also im Audi-Lager ganz klar eine Klasse für sich. Und das Polster wächst in der letzten Runde. Völlig richtig, jetzt wird nicht mehr angegriffen. Bruno Spengler fährt in die letzte Schikane hier ein, in die letzte Spitzkehre dann noch. Und dann hat er dieses Rennen gewonnen, das erste in dieser Saison für Bruno Spengler. Ja, hier jetzt endlich auch mal von Mercedes die neuen HWA-Autos, das 2007er Auto, mal wirklich jetzt diesen Speed, den sie das ganze Jahr gezeigt haben, in ein Top-Ergebnis umgesetzt, sprich in 1 und 2. Und das ist es. Bruno Spengler holt den 5. DTM-Sieg für sich nach Hause. Bernd Schneider wird 2. 3. Ekström und Gary Paffett ist der erste Brite, der von James Bond, von Roger Moore abgewinkt wird. Christensen, Green und dann kommt links Scheider überrundet, rechts Margaritis, 7. Premat wird 8. und Häkkinen wird nur 9. und bleibt ohne Punkt. Und damit ist Bernd Schneider der Führende in der Gesamtwertung vor Matthias Ekström und Martin Tomczyk. 25,5 Punkte für Schneider, 24 für Ekström, 20 für Tomczyk und 17 für Bruno Spengler, der damit auf Position 4 fährt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Bruno Spengler zu sprechen. Bruno Spengler, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Wie haben Sie das Rennen gesehen? Ich bin total zufrieden. Mein Team hat eine super Arbeit gemacht mit der Boxenstrategie. Das war wirklich geil und ich bin total happy, diesen Sieg zu haben jetzt. Es war Zeit und jetzt geht's weiter. Und ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Danke an mein ganzes Team und heute Abend feiern wir schön. Ich freue mich. Juhu! Und damit sind Sie auch wieder zurück im Titelrennen.
Ja, ich bin zurück in für die Titel, aber ich habe niemals gedacht, dass es war vorbei für mich. Ich habe immer den Gedanken, dass ich habe Chance, also es ist auf jeden Fall mein Ziel. Vielen Dank, Bruno Spengler, herzlichen Glückwunsch. Hier haben wir es weiß auf schwarz. Bruno Spengler gewinnt hier am Norisring den fünften Lauf zur DTM-Saison 2007. Vor dem Routinier, vor Bernd Schneider, Ekström wird Dritter. Heffet, Christensen, Green, Margaritis und Alexandre Prémat komplettieren die Top 8. Prémat zum zweiten Mal in den Punkten. Sehr gute Leistung von Prémat, der ja auch so Pech hatte bei diesem Unfall in Hockenheim und pausieren musste. Und Christian Abt konnte sich leider nicht verbessern. Position 10, genau wie am Start, für den Routinier aus dem Allgäu bei seinem letzten Rennen am Norrisring. Und jetzt gibt's den Knutscher. Ich liebe mein Auto, sagt Bruno Spengler. Und heute verstehen alle, warum. Spengler gewinnt und meldet sich zurück im Titelrennen in der DTM. Ja, markenlose Fahrt von Bruno Spengler, aber auch nochmal Kompliment an Mercedes, an die HWA-Mannschaft. Sie haben hier den Speed der Autos, den sie das ganze Jahr über schon gezeigt hatten, wirklich umgesetzt. Und wir haben zum ersten Mal diesen Mann, nämlich vorne in der Tabelle, einen Mercedes, nämlich den von Bernd Schneider, einen aktuellen Mercedes, so muss man richtig sagen. Bernd Schneider führt also die Gesamtwertung an, der Champion aus dem letzten Jahr, auch nach der Halbzeit der Saison 2007 vorne. Und Bruno Spengler und sein Auto, das wird vielleicht doch noch eine Liebesgeschichte mit Happy End in dieser Saison. Ja, habt ihr es gesagt, dass da nichts falsch war. Norbert Auk am Telefon und wir geben hinunter zu Klaus Lufen. Die DTM live im Ersten wurde Ihnen präsentiert von Aral Ultimate, dem Kraftstoff der DTM. Und Dunlop SP Sportmax, dem Reifen der DTM. Zwei Männer waren heute die großen Pechvögel am Norrisring, meine Damen und Herren. Martin Tomczyk raus in der ersten Runde, Gesamtführung verloren. Und Mika Häkkinen hätte eigentlich vielleicht sogar gewinnen können, aber hat die Safety-Car-Phase ein bisschen verpennt und deshalb für ihn auch nichts. Aber einer ist Dritter geworden, der es eigentlich gar nicht so auf der Liste hatte. Ich schleiche mich mal ran. Matthias, von 7 auf 3 ist gar nicht so schlecht, aber Sie sehen gar nicht so glücklich aus im Moment. Warum? Ja, ich muss echt sagen, dass unsere Abstimmung von unserem Auto war heute sehr, sehr gut. Leider haben wir am Schluss kleine Probleme gehabt mit der Bremse, aber da habe ich auch gesehen, dass die zwei andere gehabt und da war leider, weil wenn das Auto von Abstimmung so gut ist, dann ich wollte nur mal ein bisschen kämpfen mit den zwei da vorne, aber leider war das nicht möglich. Aber dritter Platz, zweiter in der Meisterschaft, 1,5 Punkte hinter der Bernd. So, wir sind schon dabei, aber Enttäuschung, wenn man verliert, wenn man ein gutes Auto hat, da tut immer weh. Ja, Martin Tomczyk leider früh ausgefallen. Jetzt sind Sie der Mann bei Audi mit den meisten Punkten und auch der die Meisterschaft offen halten kann. Fühlen Sie sich ja jetzt auch als Nummer 1 bei Audi? Ist mir egal, wer bei uns der Nummer 1 ist momentan, weil jetzt will ich nur, dass wir in Audi ganz vorne sind und ja. Schauen wir mal, was kommt im nächsten Rennen und lass uns überraschen, wenn die ein bisschen mehr Gewicht hat, weil jetzt war jede schwerere und nächstes Mal sind die schwerer wie uns. Alles Gute dafür. Dankeschön, Matthias. Bernd habe ich gesehen. Wir schleichen uns an Bruno Spengler, der natürlich fotografiert wird, der natürlich jubiliert. Er hat 2006 gewonnen, 2007 hat er wieder gewonnen am Norrisring. Herzlichen Glückwunsch, Bruno. Und damit ist das Meisterschaftsrennen wieder eröffnet. Genauso wie im vergangenen Jahr. Erster Sieg hier und dann möglicherweise dann wieder angreifen. Ja, klar. Also auch vor diesem Rennen hier. Ich habe immer gedacht, dass ich Chancen in die Meisterschaft habe. Und jetzt dieser Sieg, ich brauche diesen Sieg, weil das erste Rennen hatte ein bisschen Pech. Und jetzt dieser Sieg ist super. Ich bin wirklich glücklich. Mein Team hat eine super Arbeit gemacht. Die Strategie war perfekt. Und meine Jungs auch im Box war super. Ich bin einfach so glücklich heute und ich muss feiern heute Abend. Ja, das können Sie gleich. Eine Frage muss ich noch loswerden, nämlich zu dem Boxenstopp und zu der roten Ampel. Bernd Schneider gleich dran, aber die Frage müssen wir noch klären. Es sah so aus, als hätten Sie kurz gezuckt, als die Ampel auf Rot sprang. War das so? Nee, also für mich, wenn ich bin gefahren, es war noch grün. Und bestimmt, es war rot, wenn ich war wirklich, also mein Auto vielleicht war hier und ich war
parallel von der Lampe und der Ampel und ich konnte nicht sehen, es war zu spät vielleicht, aber ich weiß nicht. Aber für mich, es war grün. Ja, für uns alle jetzt auch und damit ist der Sieg auch völlig in Ordnung. Es war grün, ich hab's gesehen. Ich bin gar nichts gesehen, du. Doch, ich schon. Ja, wenn man Gesamtführender ist, dann darf man auch wieder scherzen. Ist so ein schönes Gefühl, oder? Ach ja, noch schöner wird es am Ende vom Jahr wie in Hockenheim, aber bei Halbzeitmeister zu sein, ist schon mal ein gutes Omen. Wie schwer war das hier und gilt das Motto genauso wie im vergangenen Jahr, immer fleißig punkten, dann ist man auch am Ende vorne dabei, also man muss nicht immer gewinnen? Naja, aber gewinnen ist natürlich das Schönste und nur wenn man um die Meisterschaft fahren will, ist auch ein zweiter Platz ganz gut oder ein dritter. Ich bin sehr zufrieden, ich konnte zum Schluss noch an Bruno hinfahren, aber vorbeifahren war nicht möglich und ich musste auf Matthias noch aufpassen. Die Audis sind dieses Jahr wirklich richtig stark. Und ich glaube, das wird noch richtig spannend bis Hockenheim. Das finden wir alle ganz toll. Viel Spaß bei der Siegerehrung. Dankeschön, Bernd Schneider. Und eine Szene haben wir auch noch in Erinnerung, nämlich die am Kommandostand bei Audi. Deshalb ist jetzt Christian Dexner bei Dr. Wolfgang Ulrich. Wolfgang Ulrich, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz von Matthias Ekström. Auch Tom Christensen sehr erfolgreich. Martin Tomczyk allerdings und Timo Scheider haben sich den Nachmittag sicherlich anders vorgestellt. Wie fällt Ihre Analyse, Ihre Bilanz aus? Ja, wir freuen uns natürlich über den dritten Platz von Matthias. Der hat ihn sich wirklich erkämpft. Es ist natürlich sehr traurig, dass Martin schon in der ersten Runde durch einen Unfall ausgefallen ist und nicht mehr weiterfahren konnte. Auch bei Timo am Auto war einiges kaputt nach einer Kollision und er hat zusätzlich noch einen Plattfuß links vorne gehabt. Also da ist wirklich viel Pech dazugekommen und ich muss dazu sagen, ich möchte jetzt auch noch eine Klärung dafür bekommen, wie es möglich ist, bei Rot die Boxengasse zu verlassen und trotzdem ganz oben zu stehen. Sie sprechen die Szene von Bruno Spengler an. Ich glaube, es war so, dass eben so spät auf Rot umgeschaltet worden ist, dass er kaum noch bremsen hätte können. Oder sehen Sie es anders? Ja, ich muss dazu sagen, Rot ist Rot und selbstverständlich muss das jetzt die Rennleitung entscheiden. Aber ich glaube, eine rote Ampel ist eine ganz eindeutige Ansage. Also da gibt es noch Klärungsbedarf. Es gab eine Szene zu sehen, da waren Sie sehr aufgeregt am Diskutieren mit Hans-Jürgen Abt. Ging es da auch darum oder um etwas anderes? Ja, da ging es auch darum, aber es ging auch noch um die Problematik mit dem Timo, der damals gerade mit dem linken vorderen Reifen wieder an die Box gekommen war. Gut, vielen Dank. Danke. Also, während wir den Jubel der drei Siegreichen noch vernehmen, nur der Hinweis, die Rennleitung hat ja schon entschieden in Sachen Bruno Spengler. Er bleibt Erster und deshalb darf er jetzt Pokal und Sekt in Empfang nehmen. Also, Siegerehrung. Tatsachenentscheidung, wie beim Fußball. Tatsachenentscheidung, wie beim Fußball, sagt Manuel Reuter. Ja, die Rennleitung hat entschieden, damit ist es durch und wir widmen uns der Siegerehrung. Bruno Spengler. Dinge sind drei für Bruno Spengler beim dritten Rennen, das er von der Pole Position in Angriff nimmt. Da gibt es endlich den ersten Sieg für den 23-jährigen Kanadier. Und Günther Beckstein, der überreicht ihm die Trophäe für diesen Sieg hier am Norrisring. Seinen zweiten an dieser Stätte. Der zweite Platz geht an Bernd Schneider und Matthias Ekström hält die Audi-Fahnen hoch auf dem Podium hier in Nürnberg. Gernot Leistner sehen wir da rechts, der Rennchef hier am Norrisring, der nach vielen, vielen Jahren auch sein letztes Rennen hier heute erlebt hat. Nach vielen Jahren im Rennsport und
Das soll's von hier oben gewesen sein. Wir gehen nach unten. Ja, vielen Dank an euch zwei da oben. Der Job ist erledigt, aber noch alle nichts, alle Fragen noch lange nicht beantwortet. Zum Beispiel die, wie es Mika Häkkinen ergangen ist. Er sah so gut aus zu Beginn des Rennens und ist dann doch etwas abgeschlagen ins Ziel gekommen. Also hören wir mal rein. Ja, Mika Häkkinen, you were beaten by the safety car today. Geschlagen durch das Safety Car, Mika. Wie